Werte Zuschauende, ich freue mich, heute bei Auftanken TV die höchst kompetente Naturwissenschaftlerin, Astrophysikerin und Weltraumforscherin zum Gespräch begrüßen zu dürfen und möchte hiermit Frau Professor Dr. Katrin Altweg herzlich willkommen heißen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Frau Professor Altweg ist assoziiert tätig an der Universität Bern und sie hat viel Verantwortung gehabt im Projekt der ESA, das ein Weltraumkometensondenprojekt war namens Rosetta. Und dieses Projekt hat sehr erfolgreich abgeschnitten und uns etwas Besonderes mitgebracht, nämlich die Erkenntnis, dass auch auf Kometen Aminosäuren beherbergt werden. Frau Professor Altweg, möchten Sie dazu noch etwas sagen, was denn das bedeutet hat? Also wir haben festgestellt, dass mindestens auf diesem Kometen Aminosäure ist, allerdings nur die einfachste der Aminosäuren, Glycin. Aber wir haben gleichzeitig sehr viele organische Moleküle festgestellt und konnten schlussendlich herleiten, dass mehr als die heutige Biomasse auf der Erde von Kometen stammt. Also ein signifikanter Teil unseres organischen Materials, das wir heute haben auf der Erde, ist von Kometen ursprünglich. Und so dürften Kometen eventuell dazu beigetragen haben, dass wir heute hier sind. Ja, eine schöne Erkenntnis, die die Forschung uns gebracht hat. Und was ich Sie selber fragen möchte, ist, was hat Sie denn eigentlich damals motiviert, nicht zum Beispiel Medizinerin zu werden, ich glaube, Ihr Vater war doch Mediziner, sondern ganz anders eine Naturwissenschaft, also Astrophysik, sich in das Gebiet hineinzubegeben. Damals war das ja auch noch eine ziemliche Männerdomäne, glaube ich. Ist es leider auch heute noch, mindestens in der Schweiz. Ich hatte sehr gerne exakte Naturwissenschaften und das ist Medizin halt nicht. Das ist eine empirische Wissenschaft und hat mit Exaktheit nicht sehr viel zu tun. Und darum habe ich Physik studiert. Ich habe aber nicht Astrophysik studiert, sondern wirklich einfach Physik, Grundlage. Und dann eigentlich in der Festkörperphysik gearbeitet und bin per Zufall in der Astrophysik gelandet. Also die Astrophysik hat mich gesucht, nicht umgekehrt. Ah, schön, schön, schön. Ja, Medizin ist eine, wir sagen, eine Erfahrungswissenschaft. Eben, empirische Wissenschaft. Empirisch, ja. nicht eine exakte. Ja. Ja, das ist sicher richtig so. Ja, also jetzt möchte ich eigentlich mit Ihnen, liebe Zuschauende, mal schauen, wie sicher sind wir eigentlich hier auf der Erde. Also welches Bewusstsein haben wir hier auf dieser Erde? Und wir stehen ja da und sitzen jetzt gerade da und alles ist gut, es ist alles sicher, meinen wir. Und wir haben keine Ahnung, was eigentlich läuft und was um uns herum geht. Also jetzt haben Sie sicher schon etwas gehört davon, dass dieser Planet, die Erde, ja um die Sonne kreist. Und Frau Altweg, wie sollen wir das uns vorstellen? Also wir reisen jetzt im Grunde genommen mit der Erde zusammen, da im Weltraum. Ja, das tun wir, oder? Und zwar relativ schnell. Wir sind ungefähr 150 Millionen Kilometer von der Sonne weg. Mhm. Und wir gehen genau in einem Jahr einmal herum. Mhm. Und das kann man jetzt relativ einfach ausrechnen, oder? 2 Pi R, das ist der Umfang.
oder die Bahn, die wir zurücklegen, das sind dann irgendwie 1,2 Milliarden Kilometer pro Jahr, die wir zurücklegen. Und das gibt große Geschwindigkeiten. Ja. Ah, ja. Davon merken wir nichts, weil unsere Atmosphäre mitkommt. Wir sind eingebettet in dieser Atmosphäre und die Atmosphäre, die bleibt bei der Erde wegen der Gravitationskraft. Und wir spüren Wind, aber das ist nicht wegen der Bewegung um die Sonne, sondern eher wegen der Drehung der Erde selbst. Die dreht sich ja dann in einem Tag um sich selbst noch. Mhm. Das gibt ebenfalls eigentlich eine sehr große Geschwindigkeit, je nachdem, wo man wohnt. Am Äquator ist es weiter, muss man einmal um den Äquator herum pro Tag. Bei uns ist es ein bisschen weniger, im Nordpol ist es dann nichts. Und so ist immer alles in Bewegung. Das kann man vom ganzen Weltall eigentlich sagen. Es steht nichts still, auch unsere Sonne nicht. Es ist sehr dynamisch, offenbar, ja. Aber das Spannende für mich ist, dass man das irgendwie nicht im Bewusstsein hat. Ich habe im Bewusstsein, was ich jetzt gerade sehe oder höre, oder was ich mathematisch ausrechnen kann, aber ich habe nicht im Bewusstsein, dass ich jetzt mit der Erde und dem ganzen Paket um die Erde reise. Also, das ist dafür muss man eben in den Himmel schauen. Und das haben die Leute schon vor vielen tausend Jahren gemacht, geschaut, wie die Sterne sich ändern mit den Jahreszeiten. Natürlich, wie die Sonne auf und unter geht, das ist die Drehung der Erde. Lange Zeit wurde es nicht verstanden, sondern man hat eben das Gefühl gehabt, die Sonne drehe sich um die Erde. Ja. Weil sie am Morgen aufgeht und am Abend unter. Das ist so unsere menschenzentrierte Wahrnehmung. Aber das ist klar, das ist nicht so. Und die Sterne bewegen sich eigentlich nicht. Oder also auch die Sterne bewegen sich, aber vor allem bewegt sich die Erde. Und das ist, was wir sehen, wenn wir über das Jahr die verschiedenen Sternbilder vorbeiziehen sehen. Ah, die Bilder, die bleiben eigentlich, die Sternbilder bleiben weitgehend, aber die Erde, wir meinen, die bewegen sich, weil sich die Erde eben bewegt. Genau, also die Sternbilder bleiben auch nicht wirklich alle, oder? So einfach es ist es nicht. Es ist wirklich nichts statisch im Universum. Oder das ganze Sonnensystem bewegt sich um die Galaxie in 120 Millionen Jahren, sorry. Einmal um die ganze Galaxie. Die Galaxie bewegt sich. Also unsere Milchstraße. Unsere Milchstraße, ja. Unsere Milchstraße bewegt sich und alles dehnt sich immer mehr aus, das ganze Universum. Also stehen bleibt nichts. Ja. Das ist eben... Wir haben doch so als Menschen so das gern, wenn es bleibt, oder? Wenn es möglichst konstant ist. Ja. Und, oder wenn es nur langsam vorwärts geht, etwas, oder? Und das Universum ist da ganz anders. Ja, und ich meine nicht mal, die Erde ist stabil, oder? Auch die Erde bewegt sich, also die Erdteile bewegen sich mit etwa 2,3 cm pro Jahr. Ja. Und das führt dann zu Dingen wie das Erdbeben in der Türkei, wo man das wieder einmal erfahren hat. Und dazwischen verdrängen wir es. Mhm. Das ist ganz klar. Mhm. Mhm. Also das Leben ist nicht so sicher, wie wir oft denken. Es ist vor allem, das Ganze ist nicht so stabil, wie wir nicht uns so das vorstellen. Stabil, ja. 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 Also wenn wir in der Nacht, an einer sternklaren Nacht, in einer Gegend, wo es nicht zu viel Staub hat, in den Himmel schauen, dann sehen wir ja verschiedene Planeten, also Jupiter, Venus, Saturn und so weiter. Und was machen denn die? Die bewegen sich eigentlich genau wie die Erde auch, um die Sonne. Aber in anderer Distanz zur Sonne. Mhm. Und darum haben sie dann länger, oder? Für einmal ringsherum. Mhm. Jupiter ist etwa fünfmal weiter weg als die Erde von der Sonne. Ja. Und er hat dann etwa 20 Jahre, bis er einmal
ringsherum ist. Aha. Also ein Jupiterjahr dauert viel, viel länger. Ja. Und der Neptun ist dann noch mal sehr viel länger. Aha. Aber sie haben ja. alle machen mehr oder weniger eine Kreisbahn um die Sonne. Mhm. Aha. Und wir sehen sie deshalb auch nicht immer, oder? Manchmal von uns aus gesehen ist der Jupiter gerade hinter der Sonne. Mhm. Dann müssen wir zur Sonne schauen. Und das ist ja dann, wenn es Tag ist, dann sehen wir ihn nicht. Also wir sehen ihn nur, wenn er nicht hinter der Sonne ist, von uns aus gesehen. Mhm. Mhm. Gleich mit dem Mars. Der Mars hat 23 Monate einmal um die Sonne, ist etwas weiter weg als wir. Und den sehen wir auch nicht immer. Mhm. Und wenn man so eine Expedition auf so einen Planeten plant, dann schaut man, dass man zuerst zu den Näheren geht, oder? Ja, aber eben selbst bei Mars, das ist ja der nächste neben Venus. Venus ist schwierig, weil es sehr heiß ist und Mars ginge. Aber wenn Sie dann zum Mars fliegen, müssen Sie erstens im richtigen Moment starten, wo er eben in der Nähe der Erde ist. Die Erde ist viel schneller. Ah ja. Und dann müssen Sie auf dem Mars warten, bis die Erde wieder am richtigen Ort steht. Das heißt, Sie warten 2 Jahre auf dem Mars, bis Sie wieder zurückfliegen können. Ja, und dann dauert eine Mars-Mission mindestens 2,5 Jahre. Ja. Und ja. das kann man nicht ändern, oder? Das ist Himmelsmechanik heißt das. Ja, schön, schön. Ja, eben, wir haben für vieles, was da ist, kein so klares Bewusstsein. Und wie ist es denn eigentlich mit der Zeit? Also, da hört man von allen möglichen Schichten, Erdschichten, oder hört, wann die Erde entstanden sein soll und so weiter. Könnten Sie uns mal etwas sagen, dass wir etwas mehr Bewusstsein kriegen über Zeit? Also die Zeit für uns ist ja so, was wir abschätzen können, ist so eine halbe Stunde oder 10 Minuten vielleicht oder eine Stunde. Ja, wenn es Tag oder Nacht wird, wissen wir ein halber Tag. Aber wir können eigentlich ja, so große Zeitmengen wie nicht aufnehmen, oder wie ist das? Das ist schon so, wir haben ein schlechtes Zeitbewusstsein. Aha. Das heißt, die meisten Leute, wenn ich die heute frage, was sie vor einem Jahr gemacht haben, wissen sie es nicht mehr. Sie müssen in der Agenda nachschauen, sind es vielleicht noch. 10 Jahre, dann funktioniert die Agenda nicht mehr, dann muss man mit Rechnen beginnen, oder? Wie alt war ich vor 10 Jahren? Was habe ich dann wahrscheinlich gemacht? Wird schon sehr schwierig. Und dann kommt die Zeit, die wir nicht selber erlebt haben, 100 Jahre. Kennen wir vielleicht aus den Erzählungen der Großmutter oder Urgroßmutter oder Mutter, je nach Alter. Und dann, wenn wir dann zu 1000 Jahren gehen, dann kennen wir es vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht in der Schule. Aber wirklich Bezug haben wir dafür nicht. 10.000 Jahre wird dann schon sehr schwierig. Das sind so die ältesten Ausgrabungen, die es gibt auf der Erde. Und dann landen wir in einer Zeit, wo es den Menschen praktisch noch nicht gab, also Eiszeiten. Noch weiter zurück, da gab es den Menschen noch nicht, da haben die Dinosaurier auch nicht mehr gelebt. Also bei 1 Million Jahre, da gab es ein paar Säugetiere, sonst nicht viel und so weiter. Und das wird immer schwieriger. Und das Weltall, das wissen wir heute, ist 13,8 Milliarden Jahre alt. Und das ist eine Größenordnung, die wir nicht mehr erfassen können. 13,8 Milliarden, ja. Aber spielt fast keine Rolle, oder? Ist einfach wahnsinnig lang seither. Und ich quetsche das gerne in ein Jahr, wie wir es kennen. In ein Universumsjahr. Aha. Also ja. Man kann die 13,8 Milliarden einfach zusammenquetschen. Mhm. Und dann ist in diesen 13,8 Milliarden ist am 1. Januar war der Big Bang. Und wir würden jetzt am Silvester um Mitternacht sitzen und auf den Glockenschlag warten. Ist genau ein Jahr seit dem
Urknall. Das kann man sich noch vorstellen, oder? Ein Jahr. Mhm. Wenn wir dann anschauen, was passiert ist in diesem Jahr, dann war eben der Urknall am 1. Januar. Im Februar hatten wir Sterne, die ersten. Im März unsere Milchstraße. Und die Sonne, die Planeten, die Erde, die kamen so Mitte August. Das erste Leben war dann einen Monat später, im September. Das waren Einzeller, Bakterien, Mikroben. Und Mehrzeller dann im November. Waren dort auch schon Viren, weiß man das, oder nur Bakterien? Waren auch Viren. Viren sind noch etwas einfacher in der Zusammensetzung, oder? Aha. Ja. Ah, Bakterien und Viren sind zählen ja auch nicht als Leben, oder? Viren sind nicht Leben. Ach so. Ja. Das sind Partikel, oder wie? Ja, komplexe Moleküle. Ja. Ah ja. Ja. Mhm. Ja. Und dann kam der Dezember, 17. Dezember, das war das erste Wirbeltier. Und das ist das erste Mal, dass man auf der Erde wirklich Spuren findet, direkt von Leben. Die Bakterien, die findet man nicht, höchstens was sie hinterlassen haben. Mhm. Oder? Und Wirbeltiere, die finden wir im Gestein, in der Geologie. 17. Dezember, mhm. Dann einen Tag später, 18. waren Pflanzen an Land. Vorher war sowieso alles Leben im Wasser, mhm. Nichts am Land. Also im Wasser, war es dort wärmer oder gab es keine Luft draußen? Oder? Am Anfang hatten wir Methan in der Atmosphäre, mhm. Bis die Cyanobakterien kamen. Cyanobakterien, das sind die ersten Lebewesen, die in der Lage waren, Wasser zu spalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und die haben Sauerstoff erzeugt. Also, dass wir heute Sauerstoff haben, ist den Cyanobakterien zu verdanken. Ja, das ist wahnsinnig. Ohne die gäbe es uns auch nicht, oder? Ja. Ja. Ja, und dann waren wir beim 18. Dezember, die Landpflanzen. Und dann am 20. Dezember war das erste. Der erste Vierbeiner, mhm. Eine Echse, kein Säugetier. Mhm. Und einen Tag später dann Insekten. Ich sage immer, die brauchten ja etwas zum Stechen, oder? Darum kamen die einen Tag später. Aha, ja. Sonst würde es nicht gehen, ja. Am Heiligabend, 24. kamen die Dinosaurier. Mhm. Und einen Tag später an Weihnachten die Säugetiere. Mhm. Aber noch lange nicht der Mensch, oder? Mhm. Und dann die ersten Vögel am 27. Dezember. Die brauchten Zeit, um fliegen zu lernen. Und am 29. starben die Dinosaurier wieder aus. Die lebten also in diesem Universumsjahr 5 Tage. Ja, kurz eigentlich. Kurz. Also wenn man diese riesige Zeit nimmt, oder nimmt, ist das kurz. Aber verglichen mit uns wahnsinnig lang. Ah ja. Dann kam das Silvester. Mhm. Viertel um 10 Uhr morgens die Affen, mhm. Und Viertel vor 10 Uhr abends lernten sie auf 2 Beinen gehen. Die Affen? Die Affen, ja. Immer noch kein Mensch. Ja. 11:12 am Abend, mhm. Der Homo erectus, das war das erste menschenähnliche Lebewesen. Mhm. Mhm. Der ist gerade wieder ausgestorben. Der hat es nicht lange gemacht. Oder? Mhm. Hat noch kein Gehirn gehabt, oder? Doch, der hatte schon ein Gehirn, aber... Der war zu komplex wahrscheinlich für das Klima. Aha, der hat es dort. Und dann 6 Minuten vor Mitternacht der Homo sapiens. Also uns gibt es in diesem Jahr 6 Minuten. Und das ist jetzt kurz, oder? Ja. Die Dinosaurier haben es 5 Tage gemacht, wir 6 Minuten. Ja. Da fragt sich, wie lange das noch geht, oder? Ja, das ist wirklich die Frage. Machen wir es nochmal? 6 Minuten oder bringen wir es auf 5 Tage, wie die Dinosaurier? Mhm. Mhm. Wir wissen es nicht. Im Moment sieht es eher nach weniger als 6 Minuten aus. Ah ja? Ja, schauen Sie sich den Zustand der Erde an, oder? Mhm. Also ich rede jetzt nicht nur vom Klimawandel, ich rede vor allem von den Kriegen. Von Kriegen? Ja. Ja. Ich meine, der Mensch hat die Fähigkeit, sich selber umzubringen, das ist klar. Mhm. 15 Sekunden vor Mitternacht lernten wir schreiben, also die ersten Schriftstücke. 10 Sekunden vor Mitternacht bauten wir Pyramiden
Und eine Sekunde vor Mitternacht entdeckte Kolumbus Amerika. Und jetzt ist eben Mitternacht. Und das zeigt ein bisschen, oder wie? Ja. Wie wir eine Fußnote sind der Geschichte. Ist klar, also das Universum hat ohne Mensch perfekt funktioniert. Ist auch anzunehmen, dass es weiter so funktioniert, wenn es den Menschen nicht mehr gibt. Mhm. Und das erklärt vielleicht auch, wieso wir absolut keine Beziehung haben zur Zeit. Eben, Sie haben vorhin gesagt, wir, also ich denke jetzt so medizinisch, oder? Ist denn unser Gehirn, unser Gedächtnis so gebaut, dass das beschränkt ist, dass das einfach gewisse Wirklichkeiten, wie jetzt zum Beispiel die großen Zeitspannen als Wirklichkeit, einfach nicht schnallt? Ich nehme an, ja. Ja, ich meine, wir leben 80, 90 Jahre so. Mhm. Und da muss das Gehirn eigentlich die Dimensionen von Milliarden Jahren gar nicht verstehen. Aha, das ist gar nicht Leben, nötig. Oder? Ja, ist nicht nötig, oder? Jawohl. Also die Evolution ging nie in diese Richtung, dass nur Menschen überlebt haben, die sich 10 Milliarden Jahre vorstellen können, oder? Das war kein Kriterium für die Evolution. Aha. Und darum können wir das heute auch nicht. Also würde ich jetzt als Evolutionstheoretiker behaupten, wenn ich das wäre. Das ist spannend, wirklich. Ich habe so gedacht, aha, ja, die Menschen haben, wenn sie älter werden, nicht mehr so ein gutes Gedächtnis oder werden sogar, wenn sie dement werden, haben sie gar kein Gedächtnis mehr, wissen die Namen von von Partnern nicht mehr. Und jetzt müsste ich das anders anschauen, nämlich, dass der Mensch gar nicht so gedacht ist, dass er diese große Zeitspanne in der Wirklichkeit erfassen kann. Ja, ja, weil sie eigentlich bedeutungslos ist. Für ihn. Für das Individuum. Für seinen Alltag. Genau. Ja. Vielleicht für die Menschheit etwas weniger, oder eben, jetzt kommen wir zu den 6 Minuten oder 5 Tagen der Dinosaurier. Mhm. Dort wird es ja schon eine Rolle spielen, dass wir uns ein bisschen längerfristig ausrichten könnten. Ja. Aber für den Einzelnen spielt es keine Rolle. Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Also jetzt etwas, was viele Leute immer hören, ist dieser sogenannte Big Bang. Oder also dieser Urknall. Und was man so Land auf, Land ab hört, ist, da gibt es mal den Urknall. Die Leute sagen immer, wer hat den gemacht, oder? Woher kommt der? Aber man sagt dann, ja, von der Forschung habe ich auch schon gehört, so weit zurück können wir gar nicht, das können wir nicht sagen. Aber was geschah damals? Also das Modell heute, wie wir es haben, und das ist ein Modell, weil wir wirklich aus physikalischen Gründen nicht bis zum Urknall schauen können. Mhm. Das widerspricht der Physik. Und das hängt damit zusammen, dass sich das Universum mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt. Das müssen wir schon wieder fast nicht also sehr schnell, oder? Verstehen mit Lichtgeschwindigkeit. Können, ja. Aber umgekehrt, die Information, die wir kriegen, wenn wir in den Himmel schauen, ist ja Licht. Das kann auch nicht schneller sein als Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Jetzt, wenn wir den Rand anschauen wollen, dass dort wären eigentlich die Dinge, die am ältesten sind, weil dort das Licht am längsten unterwegs ist von dort, oder? Mhm. Bis es bei uns ankommt. Mhm. Dieser Rand geht stetig weg. Immer wenn wir meinen, wir sind dort, ist er schon wieder weg, oder? Weil sich das Universum ausdehnt. Also so ein bisschen bildhaft gesprochen, mhm. oder? Mhm. Und darum werden wir nie an den Rand kommen. Und damit zu den allerersten Sekunden des Universums. Mhm. Ja, das ist eigentlich, weg, das oder? Ist sogar logisch. Oder? Ja, in der Physik ist alles logisch, ja. Fast alles. Aber was man sieht, wenn man ins Universum schaut, ist, dass die Galaxien sich entfernen. Je weiter weg, je schneller. Also, wir sind ja in einer Galaxie hier, Milchstraße. Ja, oder? Und von denen gibt es Millionen. Millionen, solche große Milchstraßen. Und
Und die also gehen auseinander. Auch unsere Milchstraße muss sich wohl bewegen, oder? Ja, ja, auch unsere Milchstraße. Wird denn die auch grösser gleichzeitig? Nicht unbedingt. Sie wird grösser, weil sie andere frisst. Also das ist ein Kannibale, unsere Milchstraße. Ja. Die frisst andere, kleinere Milchstraßen. Darum wird sie grösser. Ah, die frisst auch andere Milchstraßen. Ja, ja. Jesus Gott. Es geht nicht so friedlich zu im Weltall. Mhm. Aber eben, man kann jetzt solche Galaxien anschauen. Man sieht, dass sie sich wegbewegen. Und je weiter weg sie von uns sind, umso schneller. Und jetzt kann man eigentlich zurückrechnen zum Zeitpunkt, als alles beieinander war. Mhm. Und das ist der Urknall. Mhm. Da war alles an einem Ort. Und damit das funktioniert, war damals nur Energie vorhanden und keine Materie. Mhm. Und aus der Energie, sagt denn das, dass es damals nur mehr Energie gab? Ist das logisch? Das ist logisch, weil sie Materie nicht so eng packen könnten, dass die alle an einem Ort, an einem Punkt Aha, ist. Ja, ja. Ja. Ja, also ein Knall ist an einem Punkt. Ja, genau. Mhm. Genau. Mhm. Und es gibt eine wichtige Gleichung, das ist E gleich mc Quadrat. Energie kann man umwandeln in Materie, das m. Und c Quadrat ist die Lichtgeschwindigkeit. Im Quadrat ist einfach eine Konstante, die kann man, das ist ein fester Wert. Oder? Mhm. Mhm. Also Energie kann man gleichsetzen mit Materie und umgekehrt. Das heißt, man kann Energie vollständig in Materie umwandeln und Materie vollständig in Energie. Mhm. Mhm. Das machen sie zum Teil am CERN, oder sie schießen Teilchen aufeinander und dann hat man am Schluss kein Teilchen mehr, nur noch Energie. Das funktioniert. Mhm. Mhm. Und so nimmt man an, dass aus Energie Teilchen entstanden sind. Mhm. Und die allerersten Teilchen, die entstanden sind, sind die leichtesten Atome, die wir kennen, das ist Wasserstoff. Ja. Wasserstoff, ein Proton, das ist der Kern, ja, plus ein Elektron. Jawohl. Und das gibt zusammen Wasserstoff. Mhm. Und umgekehrt, im Urknall ist aller Wasserstoff entstanden, den wir heute haben. Es gibt keine zweite Quelle, es gibt nur den Urknall für Wasserstoff. Mhm. Also H2 oder was? Nein, ist H. Das? H. H. Wirklich H. H, ja. Ja, ja. Mhm. Es ist auch noch ein bisschen Deuterium, Tritium entstanden und Helium. Mhm. Das hat dann zwei Protonen und zwei Neutronen und zwei Elektronen. Das ist auch noch im Urknall nicht alles, dort ist nicht alles, dort ist und nur ein Teil. Und das ist quasi Materie? Das ist Materie, ja. Das sind Teilchen. Ja. Teilchen, ja. Ja, ja, mhm. Ja. Mhm. Und das hat sich dann ausgedehnt und hat, wie man sagt, Raum und Zeit erst geschaffen. Wenn Sie nur Energie haben, haben Sie weder Zeit noch Raum. Mhm. Hat Einstein postuliert, wurde aber komischerweise auch schon früher postuliert von Kirchenfürsten. Mindestens das mit der Zeit, oder? Gott schuf die Welt mit der Zeit und nicht in der Zeit. Das heißt, ohne Welt gibt es keine Zeit. Ja. Und darum ist dann die Frage nach dem Vorher falsch. Wenn Sie keine Zeit haben, gibt es kein Vorher. Das ist auch wieder für unser Bewusstsein schwierig. Das ist extrem schwierig. Und ja, das hängt damit zusammen, dass wir uns das Nichts nicht vorstellen können. Ja, das stimmt. Das oder wenn ich jemandem sage, stell dir das Nichts vor, dann denkt er irgendetwas Schwarzes meistens. Oder ein Loch, aber dann ist Loch, das etwas, da ist auch ja, etwas drum, oder? Ja, ja. Und schwarz ist ja auch etwas. Schwarz ist auch etwas, ja, genau. Also unser Bewusstsein ist nicht ubiquitär, es ist Nein, nicht also alles wir können, umfassend. Ja, ja, das Nichts können wir uns nicht vorstellen, weil das ist auch ein Zustand, den wir nicht kennen. Oder? Mhm. Wo immer wir hinschauen, hat es etwas. Ja. Es ist nirgends nichts. Hier, ja. Ja, überall. Auch im, selbst im Weltall. Oder? Das Weltall ist gefüllt mit Materie. Aha. Aha. Nicht so eng aufeinander wie hier, aber nichts hat es nicht. Was hat es denn dort noch so
Eben Wasserstoff. Ah, es hat so. Immer noch sehr viel Wasserstoff vom Ursprung her. Mhm, mhm, mhm. Aber es hat auch Staub und andere Moleküle. Mhm, mhm. Tja, jetzt sind wir beim Urknall, oder? Also jetzt sind wir beim Januar, oder? Jetzt sind wir beim Januar, 1. Januar. Also der Urknall war schnell, oder? Ja. Der war wirklich innerhalb ein paar Sekunden. Mhm. Und seither dehnt sich die Materie, eben der Wasserstoff, aus, macht Raum und Zeit. Dann können wir auch von Zeit dann rechnen, vorher, nachher. Ja. Und sehr bald gab es dann die ersten Sterne. Ah, mhm. Raum und Zeit, da habe ich irgendetwas mal gehört, dass die sich verändern können. Also unsere Raum und Zeit ist, glaube ich, nicht immer die gleiche im Weltall. Das hängt dann von der Geschwindigkeit ab, aha, mit der wir uns im Prinzip bewegen. Ah ja, ja. Aber, das ist nochmals etwas. Ja, ja. Und das ist auch wieder etwas, das wir ja als Individuum nicht erfahren. Ja. Ja. Dann gab es die ersten Sterne und die ersten Sterne. Ein Stern ist nichts anderes als ein Ball von sehr viel Gas. Mhm. Atome, oder? Ah ja, sogar Atome. Also Feuer, ein Feuerball eigentlich. Nein, kein Feuerball, sondern einfach Wasserstoff. Aha. Ganz viel Wasserstoff. Ja. Und weil die Sterne so groß sind, haben sie Anziehungskraft auf sich selber. Die ziehen sich an, oder? Mhm. Ah ja. Also die Wasserstoffatome ziehen die anderen an. Und die rutschen immer näher zusammen, bis sie miteinander verschmelzen können. Mhm. Und dem sagt man Nukleosynthese. Mhm. Und so können sie dann aus Wasserstoff Deuterium machen, Tritium, Helium. Mhm. Und wenn sie drei Heliumatome haben, gleichzeitig am gleichen Ort, machen sie Kohlenstoff. Aha. Ja. Kohlenstoff und Helium gibt Sauerstoff. Ja. Und so können sie im Prinzip das ganze Periodensystem machen, alle chemischen Elemente, wie wir sie kennen. Ja, bis zum Eisen. Bis zum Eisen, ja. Eisen ist das stabilste im Kernelement, das wir haben. Mhm. Und darum hört es dort häufig auf. Und kein Zufall, dass wir im Erdinnen sehr viel Eisen haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch schwerere Elemente als Eisen. Also das ist nicht das Schwerste. Mhm. Bei weitem nicht, oder? Gold zum Beispiel, das ist definitiv schwerer. Ja. Und die schweren Elemente, die machen sie, wenn die Sterne sterben. Also Sterne leben nicht ewig. Ja, die leben auch nicht ewig. Ja. Nein, und die großen Sterne leben nicht mal sehr lange. Dann explodieren sie als Supernova. Ja, die werden zu heiß, der Druck wird zu groß. Oder weil sie so viel, bei dieser Nukleosynthese wird sehr viel Energie frei. Mhm. Das ist, was wir sehen, was die Sterne zum Leuchten bringt. Die Nukleosynthese. Mhm. Meist von Wasserstoff. Mhm. Und eben dann, wenn die Supernova, die werden zu groß, zu heiß, dann explodieren sie. Dann wird noch viel mehr Energie frei. Die sehen wir aber nicht. Wir sehen Supernova, also die Überreste, oder? Man müsste dann gerade zum richtigen Moment, im richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ort hinschauen, dann sähe man vielleicht. Aber wir sehen Überreste. Und es wird zum Teil auch in der Literatur beschrieben, also in alten Schriften, dass plötzlich am Himmel etwas Helles war. Und heute sehen wir immer noch die Überreste dort, der Supernova, die explodiert ist. Also das kann man schon sehen, doch. Und in Supernovae können sie schwere Elemente machen. Und die machen das einfach so? Die sind so geboren quasi, dass die das so... Dass sie das machen, ja. Das machen, ja, aber wir wissen eigentlich nicht, warum und wie. Doch, eben die Gravitation bringt die Kerne so nahe zusammen, dass die verschmelzen müssen. Das ist die Gravitation. Ja. Ah, das ist, ja. Und wenn sie dann noch eben Hitze haben und Druck haben und so, dann passiert das. Aha, aha. Das muss so passieren. Ja, ja. Ja, die Gravitation ist ja auch das, was uns hält hier. Genau, Boden, genau. Ja, ja. Das macht, dass die Erde um die Sonne kreist und so weiter. Oder? Auch? Ja. Die Anziehungskraft der Sonne fällt uns auf unsere Bahn. Also die Anziehungskraft, oder? Ja, Gravitation, Anziehungskraft ist dasselbe. Ja. Anziehungskraft gibt es ja auch zwischen Menschen. Ja, genau.
Und das gibt es auch zwischen Sterne. Ja, dort ist extrem wichtig. Ja. Ja. Eben, und dann gibt es noch sogenannte Neutronensterne. Das sind Überbleibsel von Supernovae. Die bestehen dann nur noch aus Neutronen. Neutronen, das sind Teilchen, Elementarteilchen, die einander nicht abstoßen. Oder Protonen stoßen sich ab. Ja. Ein Proton, ein Elektron zieht sich an, aber Neutronen, die machen weder das eine noch das andere. Mhm. Und wegen dem kann man die sehr eng packen. Mhm. Oder weil sie sich nicht abstoßen. Mhm. Die Neutronensterne, die bestehen aus Neutronen und sind klein, aber extrem schwer, massereich. Und die ziehen sich auch an wegen der Gravitation und können kollidieren. Und wenn die kollidieren, dann wird noch sehr viel mehr Energie frei. Und dann gibt es eben Gold zum Beispiel. Gold, ah, ja. Uran und Ähnliches. Ja. Aha. Und manchmal hört man, können die denn auf die Erde niederprasseln? Oder ist Neutronensterne nicht, nein. Das ist etwas anderes dann. Ja, das sind Asteroiden oder so. Ja, etwas. Die sind dann viel kleiner und viel leichter. Ach so. Aber trotzdem zerstörerisch, wenn sie. Ah, ja. Ja, ja. Ja, und wie kam es dann zum Menschen? Also das ist ja nochmal ein weiter. Das ist ein weiter Weg. Also weiter was man Weg. Sicher mal sagen kann, wir bestehen aus Elementen aus all diesen Phasen, oder? Aus den kleinen Sternen, die aus Wasserstoff leichtere Elemente gemacht haben, wie unsere Sonne, die macht das auch, aber es muss ein Stern vorher gehabt haben, der eben solche Elemente macht. Das wäre jetzt in unserem Fall vor allem der Kohlenstoff, glaube ich, aus kleinen Sternen. Mhm. Dann der Sauerstoff, wir bestehen zum großen Teil aus Sauerstoff, 63% ungefähr. Ich habe von gemeint aus Sauerstoff. Wasser. Ja, Wasser ist Sauerstoff. Oder? H2O, da ist der Sauerstoff ja, drin. O. Ja, ja, das O. Ja, klar. 63% ja. Gewichtsprozent, muss ich sagen. Ja. Gewichtsprozent, nicht Teilchenprozent. Ja. Gewichtsprozent ist Sauerstoff. Der stammt aus Supernova-Explosionen. Dann haben wir etwa 10% Wasserstoff, eben auch im Wasser. Das ist direkt Urknall. Und dann haben wir noch so Spurenelemente wie Jod. Das kommt dann aus den Neutronensternen. Sie haben ja kürzlich einen Vortrag gehalten an der Uni Zürich. Und da hieß der Titel: Sind wir aus Sternenstaub oder so etwas? Das wäre jetzt eben sozusagen der Beweis dazu, oder? Wir sind Sternenstaub. Ja. All diese Elemente, die uns ausmachen, die stammen von früheren Sternen, also, die es heute nicht mehr aus gibt. Aus naturwissenschaftlicher Sicht geschaut, oder? Sind wir Sternenstaub? Ja, ja. Wenn wir jetzt anders schauen würden, also nicht vom rein naturwissenschaftlichen her, sondern von einem philosophischen vielleicht Standpunkt aus oder von einem erlebnismäßigen, erfahrungsmäßigen Standpunkt aus, können wir natürlich nicht sagen, wir sind einfach nur Sternenstaub. Ja, unsere Materie ist Sternenstaub. Das ist nicht der Geist, oder? Aber die Materie ist klar Sternenstaub. Und eben dieser Sternenstaub hat einen Geist gebildet. Oder wie kam es dann zur Intelligenz? Also ich frage das, viel. Ja, ja, also das ist auch nicht mehr mein Fachgebiet, oder? Ich sage, Intelligenz haben wir noch keine gefunden. Wo die herkommen könnte? Nein, ob es das überhaupt gibt. Nein. Sie meinen jetzt für das Weltganze und das Geschehen auf der Welt, ob, dies, ja, wenn man ob das noch intelligent ist. Genau, genau. Also was wir wissen aus der Entwicklung, oder eben angefangen hat es mit Bakterien, ist ganz klar. Einzeller, dann Mehrzeller, schlussendlich Echsen und Ähnliches, Wassertiere, Muscheln, Würmer, was immer sie sich das so vorstellen können. Also es hat sich alles entwickelt. Es hat sich entwickelt. Ja, ja. Die Erde hat sich stark geändert in diesen Zeiten. Oder wir sind sehr heiß gestartet mit 250 Grad an der Oberfläche.
kein Wasser, kein Leben. Ja, kein da hätten nichts, wir oder? Auch nicht überleben können. Nein, nichts hätte da überleben können, oder? Später haben wir Wasser bekommen, woher wissen wir immer noch nicht, woher das Wasser wirklich stammt. Also welches Wasser? Unseres, auf der Erde. Aha. Mhm. Oder? Die Erde gab es nicht immer, also gab es auch das Wasser nicht immer. Und am Anfang war die Erde sehr heiß. Bei 250 Grad haben sie kein Wasser. Ja, aber es regnete doch, oder? Woher? Nein, die Atmosphäre war Methan, kein Wasser. Und irgendeinmal haben wir Wasser bekommen. Es war lange die Rede davon, dass Kometen das gebracht haben. Das wissen wir heute, dass das nicht stimmt. Könnten Asteroiden gewesen sein, die eingeschlagen haben und Wasser gebracht haben. Könnte aber auch sein, dass die Erde effektiv im Erdinnern Wasser behalten hat. Das könnte sein. Nicht nur Feuer. Und ja, sondern ja. In den Mineralien hat es relativ viel OH, um daraus Wasser zu machen. Ist erstaunlich, weil wir denken heute, das ganze Meer ist alles Wasser, oder? Ja, wir sind sowieso ein ganz trockener Planet, oder? Wir haben nur ein Promille Wasser. Das ist fast nichts. Gibt es andere Planeten, ja, die viel mehr Wasser haben? Also die Monde vom Jupiter, die bestehen vor allem aus Eis, Wassereis. Aha. Oder? Und wir haben fast nichts. Ja. Und dann kamen eben die Cyanobakterien, die haben geholfen, dass das Methan umgewandelt wurde in CO2, zuerst einmal. Und dann kamen Landpflanzen, die haben CO2 dann umgewandelt in O2. Und erst lange nachher kamen dann Tiere, die Sauerstoff brauchen. Und so in den letzten 500 Millionen Jahren war die Erde war dann zuerst eben heiß, dann war sie warm, so im Meer 55 bis 85 Grad Celsius. Dann war sie eine Eiskugel, eine Zeit lang war sie eine Eiskugel, nicht während den Eiszeiten, sondern vorher. Und zwar wirklich die ganze Erde. Und erst in den letzten 500 Millionen Jahren war die Temperatur relativ stabil. Und diese lange Zeit braucht eben ein komplexes Lebewesen wie der Mensch, sich zu entwickeln. Aha, oder das geht sonst nicht. Und da hatten wir Glück. Und wir hatten wahrscheinlich extrem viel Glück. Weil im Prinzip die Sonne, die wird immer heller. Und damit würde das Klima auf der Erde immer heißer. Und das ist nicht passiert. Und wir hatten in der Vergangenheit auch bis zu 10-mal mehr CO2 in der Atmosphäre, als wir heute haben. Und trotzdem war die Temperatur mehr, nur 10-mal mehr. Ja. Das ist jetzt verrückt, oder? Dass wir mehr CO2 auch gehabt viel mehr Methan, haben sollen, als wir heute haben. Weil heute heißt es, man soll aufpassen und das CO2 senken. Ja. Ja, das ist sicher eine gute Idee, aber trotzdem, oder? Der Level vom CO2 war viel höher, vom Methan auch. Aber und die Sonne wird immer heller. Das würde eigentlich heißen, es müsste ständig aufwärts gehen. Und das hat es nicht gemacht. Und die Erklärung dafür sind, es gibt verschiedene Erklärungen. Alles ist wahrscheinlich passiert. Erstens Vulkane. Wir haben riesige Vulkane unterirdisch. Und die gehen von Zeit zu Zeit los. Das führt zu einer gewaltigen Klimaänderung. Das macht das Klima manchmal heißer, manchmal kälter. Ist nicht so einfach vorherzusehen. Ja. Dann hatten wir Einschläge von Kleinkörpern, also Asteroiden oder Kometen. Ja. Die machen ein riesen Loch in der Erde und werfen sehr viel Staub in die Atmosphäre. Das führt zu nuklearen Wintern. Es wird kalt. War zum Beispiel ziemlich sicher ein Grund, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Aha. Die Temperaturen waren plötzlich 20 Grad niedriger, statt im Mittel 21 noch 1 Grad oder 0 Grad. Und dann hatten die nicht mehr genügend zu essen. Das andere ist auch ein bisschen, wir haben Glück mit unserem Mond. Der stützt uns, sonst wären wir schon lange gekippt. Die
Achse der Erde ist schräg. Ja. Das ist so wie ein, man dreht sich ja. Und wir würden kippen, wenn wir nicht den Arm draußen hätten, und unser Arm ist der Mond, oder? Ah, der gibt uns das Gleichgewicht. Der gibt uns das, aber der Mond geht langsam von uns weg. Aha. Der verabschiedet sich. Und das also langsam. Ja, das ist wirklich langsam, oder? In vielen Jahren, ja. In 1,5 Milliarden nimmt man an. Das ist, ja. Aber wäre der Mond nur ein bisschen größer geworden, dann wären wir schon längst gekippt. Mhm. Also das ist äußerst kritisch. Der musste genau die richtige Größe haben, damit, damit wir nicht kippen. Oder? Mhm. Und all diese Dinge sind wirklich Zufälle. Da hat niemand etwas dafür gekonnt. Oder? Das ist einfach passiert. Mhm. Also aus unserer menschlichen, heutigen, Sicht. Astrophysischen, ja. Optik ist das Zufall. Zufall, ja. Ja. Ja, ja, ja. Aber ja, eben, man weiß ja nie, ob wir alles, die ganze Wirklichkeit mit diesen Instrumenten kennen. Ja, ja. Ja, ja. Oder ob es noch andere Wirklichkeitsbereiche gibt. In diesen Zeiten hatten wir 5 Apokalypsen, wenn man das so nennen kann. Das heißt Momente, wo der größte Teil der Lebewesen ausgestorben ist. Mhm. Das letzte war vor 66 Millionen Jahren, das waren die Dinosaurier. Mhm. Eine ganz große Apokalypse war vor 250 Millionen Jahren. Mhm. Mhm. Da sind 95% aller Meerestiere ausgestorben. Und es ist anzunehmen, dass das wiederkommt, oder? Also wir sagen doch immer, man muss die Natur lieb haben, oder? Und alles tun für die Natur. Aber damals waren wir ja nicht schuld. Nein, nein, wir sind nicht an allem schuld, oder? Das ist klar. Dass diese, aber was wir heute, die Säugetiere sind im Prinzip ein Produkt der Warmzeit. Also man sieht auf dieser Kurve, oder sieht man die rote, dort wo es rot ist, dort hat es kein Eis an den Polen. Keines. Mhm. Also auch keine Gletscher natürlich in den Alpen, oder die gab es zum Teil noch gar nicht. Aber an den Polen kein Eis. Und dort, was blau ist, hat es Eis. Mhm. Die Dinosaurier sind ausgestorben während einer Heißzeit und die Säugetiere entstanden während der Heißzeit. Mhm. Der Mensch aber ist das Produkt einer Kaltzeit. Aha. Uns gibt es, seit die Erde kalt ist, eben Eis hat man in Polen. Darum haben wir auf der Erde ja Gletscher und so. Genau. Ja. Mhm. Und was wir natürlich nicht wissen, ist, wie gut wir uns adaptieren können auf eine Zeit, wo es wieder kein Eis hat an den Polen. Ja, das ist eine Frage, wie ob sich unser Körper, also nicht nur wir mit Kühlmaschinen, das ist dann die technische Lösung. Ja, unser Körper, wie weit er sich anpassen kann. Und nicht nur wir, sondern unser ganzes Ökosystem. Ja. Ja. Oder wir können noch Klimaanlagen anschaffen. Ja. Das können eben die Würmer oder so nicht. Und dann gibt es die vielleicht dann nicht mehr. Und dann wächst nichts mehr und so weiter. Mit allen Folgen. Es gibt sicher Ressourcenknappheit. Also die Dynamik ist im Gang. Ist im Gang, ja. Und mit unserem CO2-Ausstoß können wir das beschleunigen. Also es wird sowieso wieder mal passieren, das ist klar. Die Frage ist jetzt einfach, wann, in welchem Zeitraum, oder? Ja, ist das in den nächsten Millionen Jahren oder ist es in den nächsten 100 Jahren? Das sind so die. Also, das ist noch wichtig zu hören, oder? Ist das nächste, ist das in 100 Jahren? Dann trifft es diejenigen, die jetzt dann geboren werden. Ja. Wir werden ja alle immer älter angeblich, oder? Oder angeblich, es stimmt auch. Ja. Und oder ist es erst dann in 100 Millionen Jahren? Ja, dann muss es uns nicht mehr so, jawohl, so sehr und beschäftigen. Das wissen wir schon oder wissen wir das eben, können wir das nicht ganz abschätzen oder doch? Nein, wir können es nicht abschätzen, oder? Von Ihrer Sicht aus, ja. Ein Vulkan kann jederzeit wieder hochgehen. Aha. Oder? Und dann ändert das die ganze Situation. Ja. Ein Kleinkörper kann jederzeit wieder auftreffen. Wie meinen Sie einen Kleinkörper? Ein Asteroid, ein Komet. Ah ja. Und da versucht man, die abzulenken, aber das geht nur für die ganz Kleinen. Die Größeren, da könnten wir nicht. Ich habe nämlich etwas gelesen,
am 13.04.29 soll ein Asteroid ganz gefährlich nahe der Erde kommen. Und ja. Das ist der Apophis, oder? Ja, stimmt. Ja, da wird viel spekuliert, aber der kommt nicht. Ah, der nicht kommt nicht in den nächsten 100 Jahren oder so. Ah, Sie denken, das ist das, der ist man kennt jetzt seine Bahn eigentlich gut genug. Der kommt gar nicht, ja. Gut genug, der wird die Erde nicht treffen. Ah, das war mal so gesagt worden. Ja, man vor hatte Jahren. Genau, man hatte das Gefühl, der könnte uns treffen. Tut er aber nicht, aber es hat viele andere dort draußen. Aber gibt es andere Gefahren so in dem Sinne? Ja, eben, es gibt viele Asteroiden und wir kennen längst nicht alle. Aha. Und was wir noch weniger kennen, sind Kometen und die kommen sehr schnell. Ja, ja. Und die können wir absolut nicht ablenken. Wenn die das Ziel Erde haben, dann haben sie das Ziel Erde fertig. Kopf einziehen. Also es ist nicht alles so sicher, wie wir meinen mit dieser Erde. Sicher nicht. Ja, ja, also es gibt noch andere Gefahren. Es gibt Gammastrahlenausbrüche von einer Supernova, wenn die direkt gegen die Erde gerichtet sind. Kann das auch zu einem Massensterben führen. Ja. Und was man schon sieht, oder, bei diesen fünf Apokalypsen, es nimmt immer die großen, komplexen Tiere. Die Tiere, meinen Sie? Oder ja, was? Also die großen. Die großen. Ja, nicht die nur Tiere, auch Pflanzen, oder? Großen Komplex, also die Dinosaurier. Also auch der Mensch erst dann. Richtig. Ja, der Elefant wahrscheinlich auch, aber. Ja, ja, ja. Nicht unbedingt die Würmer, oder? In der Physik, aus der Astrophysik eben, der Urknall ist ja im Prinzip für uns Menschen unbefriedigend. Ich habe gesagt, es gibt kein Vorher, aber das können wir fast nicht akzeptieren. Also, und ja, da kommt man dann schon mit auch religiösen, philosophischen Fragen in Kontakt. Und die soll man nicht ausschließen. Ich meine, das Warum des Urknalls kann die Naturwissenschaft nicht beantworten. Ja. Höchstens das Wie. Was mich manchmal noch beschäftigt, ist eben, wenn ich als Mensch etwas spüre, etwas erfahre, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich etwas berechne. Also ja, das könnte ja sein, dass der Mensch zwar vieles nicht im Horizont hat, also zum Beispiel eben die Zeit oder auch nicht vermag, sich recht schnell anzupassen an große Hitze oder große Kälte, aber dass wir doch mehr sind eben als Sternenstaub von unserer inneren Erfahrung her, oder? Also manchmal kommt doch so etwas, wo wir dann das Gefühl haben oder die Erfahrung machen, da ist noch mehr. Eben, ob es diese weitere Dimension gibt, die lässt sich einfach naturwissenschaftlich nicht beweisen. Ja. Also wir naturwissenschaftlich messen, nicht, ja. Genau, wir messen elektromagnetische Strahlung in allen Wellenlängen, oder Licht und Gammastrahlung und alles Mögliche. Wir machen Bilder. Das können wir, oder? Aber wie würde man den Geist untersuchen, oder? Physikalisch. Das ich habe jetzt nicht, oder? Gerade gedacht, das ist in der Medizin ja auch ein bisschen so, oder? Da macht man Scans, oder? Und dann findet man etwas und denkt, aber nicht, dass vielleicht dieser Mensch eben sehr viel Stress hatte, Enttäuschungen, depressiv war und dass das alles mit eine Rolle spielte, dass das Immunsystem eben ja nicht mit dem jetzt fertig wurde, oder? Also wichtig ist einfach, dass der Scan stimmt. Ja, eben. Das ist die Materie der Naturwissenschaft. Oder? Und ich glaube, wir können uns als Naturwissenschaftler nicht anmaßen, dass wir eben die weitere Dimension, die es möglicherweise gibt, aber die sich unseren Beobachtungen entzieht. Ja, das ist, ja.
Die können wir nicht verneinen. Ja, ich habe mal einen lustigen Vergleich gehört, aber ich weiß ihn nicht mehr so genau. Da wurde so gesagt, ja, also Liebe gibt es nicht, oder das ist so ein Produkt von Enzymen und Hormonen und Sachen, die da im Hirn ablaufen. Aber Liebe gibt es eigentlich nicht, die ist der ganze so ein Ablauf, ein wissenschaftlicher Ablauf, ein chemischer Prozess. Ja. Oder? Und dann, wenn ich mich frage, denke ich, ja doch, es gibt sie. Es gibt diese Gefühle, und auch hier wieder diese Anziehungskraft, ja. Oder? Wie es auch im Weltall gibt. Also eben darum, ich denke, ich möchte Sie, liebe Zuschauende, anregen, dass Sie jetzt sich auch mal Gedanken so machen, wie groß ist eigentlich Ihre Bewusstseinsdimension, die Sie von verschiedenen Dingen haben, oder? Und was haben Sie vielleicht auch schon erfahren, so, wo Sie da spüren, da ist mehr, als ich früher dachte oder spürte. Es gibt eben diese kurzen Momente wahrscheinlich doch für Menschen, dass sie plötzlich etwas noch drüber hinaus sehen. Ja, die Entdeckungen, oder, denke ich manchmal so von großen Forschern oder Einstein oder so, die plötzlich etwas abspringt, etwas. Das sind doch auch so Sachen, wie konnte jetzt der das so erkennen? Ja. Naja, wir wissen, dass alles eben nicht alles zu wissen ist, glaube ich, ja. Mhm. Ja. Unser Nichtwissen ist größer als unser Wissen. Das ist ein schöner Satz. Ja, unser Nichtwissen ist größer als unser Wissen. Und doch ist eben das wichtig, dass wir versuchen, uns möglichst gut zu bilden. Ich glaube, je mehr wir Bildung haben auf dieser Erde, je mehr man die Leute schult, desto besser, glaube ich, wird es auf der Erde werden, weil die Leute dann einen größeren Horizont der Bildung haben. Und die Zusammenhänge besser versteht. Oder? Die Zusammenhänge verstehen, ja. Die muss man verstehen, oder? Das ist wichtig. Möchten Sie unseren Zuschauenden noch etwas mitgeben, was Sie für sich sehr wichtig fanden? In einem Vortrag haben Sie eine letzte Tafel gezeigt und dort hieß es drauf Verantwortung. Ja, eben, ich meine, das Universum ist viel größer als wir. Die Zeitdauer ist viel größer als unsere Lebenserwartung. Und trotzdem, wir sind Teil dieses ganz Großen, ein winzig kleiner Teil. Und wir müssen mindestens für uns und unsere Umgebung die Verantwortung tragen. Wir können es nicht fürs Universum tun, das ist klar, aber das entbindet uns nicht davon, dass wir für das Heute und Jetzt und unsere Umgebung Verantwortung übernehmen. Verantwortung von Menschen für Menschen letztlich. Ja, ja, nicht nur für Menschen, für unsere Umwelt. Für die Umwelt, ja. Ja. Schön. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, das Sie da gebracht haben. Und es war für mich auch sehr lehrreich, da jetzt wieder mal das möglichst Ganze zu sehen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und auch bedanken für Ihre Arbeit, die Sie als Schweizerin für die Schweizer Weltraumforschung gemacht haben. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. War sehr spannend.